Also ich habe mir gedacht, weil wir sind ja mittendrin im Advent. Und da habe ich mir gedacht, natürlich ein bisschen was Adventliches. Ne? Wegen dem Advent. Pränatal. Ne? Pränatale Situation. Also ich lese noch was vor, aber bevor ich was vorlese, erzähle ich das noch. Ja, so machen wir es, oder? Seid ihr auch der Meinung? Ja, machen wir es so. Weißt du, es ist ja so, ich meine, jeder mit dem Advent, es ist, ich sage es auch ganz ehrlich, also ich kann darauf verzichten, weil ich mag schon mal den Glühwein nicht. Ich mag nicht. Ich frage mich ganz ehrlich gesagt, wer sauft denn dieses Papa-die-Zeig? Voll Teufel. Also, wo man reingeht, wirklich, war jede Fußgängerzone, wo du reingehst, stinkt nach diesem Glühwein. Glühweinschwaden, ganze Städte kontaminiert. Ich sage es nur deshalb, weil gegen einen Rauch hat es eine Bürgerinitiative gegeben, aber gegen einen Glühwein offensichtlich. Da sage ich, bin ich da jetzt im Moment. Bin mir ja später auch noch telefoniert. Na, es ist, ich weiß nicht, gibst mir recht, ne? Es ist doch, also den Glühwein, saufst du den Glühwein auch nicht, gell? Ich sage, voll Teufel, also es ist wirklich grausig. Und dann, aber nicht nur wegen dem, sondern der ganze, es geht ja schon los, der November ist ein sinnloser Monat. Zirkt sich unendlich lang, dann kommt dieser scheiß Advent. Dezember zirkt sich und nicht wegen der Kälte oder am Schnee, das ist dunkel, Albe. Die Sturmhocker, die du hockst, Albe, daheim und es geht nichts weiter. Es wird immer finsterer. Leute laufen mit den Stirnlampen durch die Gegend, es ist furchtbar. Und damit sie den Glühwein rechtzeitig sehen. Es ist grausig. Gell? Und dann kommt natürlich Weihnachten daher. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, Weihnachten, das wissen wir. Das wissen wir alle. Weihnachten ist unvermeidlich. Nein. Auch das, ich meine, ich habe nichts dagegen. Jeder, der Weihnachten mag, soll es feiern. Ich bin ja nicht dagegen. Ich meine, das ist ja logisch. Aber ich sage auch immer klar, junge Menschen, sagen wir mal Eltern, die noch einen Schratzen haben, das gar der Schratz will sein Weihnachtsgeschenk. Er kriegt es ja auch. Wird zwar umgetauscht dann, aber er, auf alle Fälle kriegt er es. Aber ich meine, ich sage ganz ehrlich, ich auf meine alten Tage, ich brauche doch kein, was brauche ich noch Weihnachten? Sinnlos. Das Einzige an Weihnachten, was mich persönlich, ein Weihnachtsbock, ne? Trinke gern ein Weihnachtsbock, ne? Ein paar Flaschen Weihnachtsbock. Wenn ich die getrunken habe, macht es bei mir auch Klingelingeling. Ne? Ne? Noch ein paar Flaschen, jederzeit. Da steht das Christkind vor der Tür. Das ist erstmal klar. Ne? Noch ein paar Flaschen höre ich von Weitem das Jingle-Gebell. Ne? Das ist ja klar. Ne? Und ich mag schon das. Ich mag auch das Süße-Zeug nicht. Ich mag, wie gesagt, das ganze Süße-Zeug. Ich mag es nicht. Ich sage euch, fresst es selber. Fresst es selber, sage ich. Weil dann kommen sie da mit den Keksen und Lebkuchen und dann nur die Vanillekipferl. Ich sage, fresst es selber, bitteschön. Okay. Ich mag es nicht. Warum soll ich mir auf meine alten Tage noch eine Diabetes anfressen, wo ich sie mir lieber ansaufe? Alter Frau. Ich sage ja nur, auf alle Fälle, wir können das Thema beenden. Ich freue mich, mein Feiertag ist der 2. Februar, das ist der, wisst ihr ja, Maria Lichtmesser, da geht es mit dem Lichtberg auf. Ne? Da wird die Sache wieder, von da in Märzen ist nur ein Hupfer. Ne? Da sind wir im Starkbier-Saison. Und von da in Maibock ist ja auch nur noch ein Sprung. Maibock, wie gesagt, oh, Temperatur, stimmt. Oder recht. Bei Maibock muss die Temperatur muss auch stimmen, ist ja klar. Aber wie sagt man, wenn die Temperatur stimmt? Bei Maibock habe ich 8%. Die bekomme ich bei der Sparkasse nicht. Sagen wir es einmal ganz so. Also,
Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die ist autobiografisch, lese ich die vor, die ist wirklich autobiografisch. Die ist, selbst wenn sie nicht wahr wäre, ist sie wahrscheinlich. Ganz sicher. Die heißt Meine erste Revolution. Es dauert manchmal geraume Zeit, bis man erkennt, dass der Nikolaus kein Heiliger, sondern ein Mensch und der Krampus, der Knecht Ruprecht, ein Arschloch ist, aber kein Dämon. Ja. Aber die Angst damals, die Angst vor diesen Herren, das ist ein Stück guter alter Tradition und auch die Wirkung dieser Angst, die Generationen von Bettnässern erzeugte. Ich kann mich gut erinnern, weil ich war noch sehr klein und die Macht der Nikolaustradition war ungebrochen. Die Krampusse klirrten mit Ketten. Sie waren in Felle gehüllt und in ihren rußigen Gesichtern spiegelte sich das tierische Vergnügen, mit dem Ochsenfiesel sauber zuhauen zu können. Und hämisch wurde man immer von Erwachsenen gefragt, so mit einem Gewissen. Nun, was ist? Hä? War er schon da? Hä? War er schon da? Der Nikolaus, bist du wie brav gewesen? Hä? Sauhund! Hä? Sonst kommst du nicht in den Sack. Ich muss zugeben, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man tatsächlich in einen Sack hineinkommt, bloß wegen ein bisschen Unbravheit. Aber mein damaliger Kindkollege, ein gewisser Ismael Manfred, hat es bestätigt. Er konnte aus Erfahrung sprechen. Und ich muss noch hinzufügen, damals auf dem Land, da wussten wir überhaupt nichts von so Kaufhaus-Nikoläusen, von so Coca-Cola-Schlümpfen. Nicht, das wussten wir nicht. Wir wussten auch nichts von der, sagen wir mal, von der Einbahnstraße, die der Krampus als Erziehungspromotor darstellte. Und jetzt komme ich, jetzt wäre ich präziser, es war nämlich ziemlich genau der 6. Dezember 1949 und zwar so gegen 19 Uhr, als sich ein Stier gehörnter auch meiner bemächtigte, obwohl ich die donnernde Frage des heiligen Mannes, bist du auch immer brav gewesen, eindeutig und klar mit Ja beantwortet habe. Und daraufhin wurde ich in einen Sack gestopft. Ketten klickten, klackten, rasselten, Schweine grunzten und Ratzen pfiffen, als ich dann im Sack an einem Haken im Saustall aufgehängt wurde. Ich schrie eine Ewigkeit in dieser finsteren Hölle des Onkels Hieronymus Bosch. Und manchmal wache ich auch heute noch in der Nacht auf, schwitze und sehe den Krampus auf mich zukommen. Und dann weiß ich, jawohl, ich habe eine Kindheit gehabt, die kann mir so schnell keiner mehr nehmen. Umstände halber kam ich dann vom Land weg und kam in die Großstadt. Zu der Zeit als wiederum diese Existenzfrage, bist du auch immer schön brav gewesen, im Raum stand. Ein circa 8-9-jähriger Robespierre stand vor mir und forderte mich, den Neuling vom Lande, auf und sagte, was ist? Gehst mit? Hä? Gehst mit? Was? Ja, gehst nicht mit? Ein Nikolaus, ein Bart anzünden. Ein Nikolaus, den Bart anzünden. Was für ein Vorhaben. Ungeheuerlich. Nikolaus, ein Bart anzünden. Außerdem gibt es ja nur einen Nikolaus, den heiligen Nikolaus und ihm den Bart anzünden. Also Wahnsinn. Ja, was ist jetzt, sagte der Robespierre. Ein bisschen gleichgültiger. Gehst du jetzt mit oder gehst du nicht mit? Sowieso. Hörte ich mich antworten. Mein Herz war in der Unterhose angelangt. Kurz darauf standen wir dann vor unserer Bastille. Und zwar in München, der Türken- und Schellingstraße. Über 100 bis 200 Kinder, bis an die Zähne bewaffnet mit Stöcken, Zwisteln und Steinen, harrten der Nikoläuse aus dem Portal des Studentenschnelldienstes.
Schon kam einer heraus. Aus allen Kehlen erscholl: Pfui! Pfui! Triegsau! Pfui! Ein Pfeifkonzert, kreischendes Hohngelächter, ein Gewitter von Wurfgeschossen entlud sich in Richtung Nikolaus, welcher unwürdig behende auf einem Fahrrad das Weite suchte. Da, ein neuer Schnelldienstheiliger wurde auf die Straße gespuckt, um wieder Tradition zu verbreiten. Da ist er! Die machen wir hin! Die machen wir fertig! Jauchzten die jungen Revoluzzer im Kampfesrausch und waren begeistert. Und da kam nun mein Genosse und Animator auf mich zu, mein persönlicher Robespierre, und sagte, so sagt er, jetzt sind wir soweit. Jetzt erzünden wir ihm am Bart an und wir geben dir Rückendeckung. Fest entschlossen, meine jahrzehntelange Demütigung mit einem Bartbrand zu rächen, laufe ich mit weichen Knien über die Straße. Das Sturmfeuerzeug wie eine Fackel erhoben und halten und schlachten Gesänge wie Nikola, Scheiß ins Klo, begleiteten mich. Und ich sah das entsetzte Gesicht des heiligen Mannes, wieder verdunkelte sich nämlich der Himmel vor lauter Zaunlatten und Haken, Pfeilen, Wasserbomben, Eiern. Man muss sich vorstellen, es herrschte Krieg. Der Nikolaus duckte sich und machte 2-3 schnelle Schritte und verschwindet in der Sicherheit eines nahen Gemüseladens. Wumtsch, pii, ein Volltreffer, das Schaufenster birst. War wieder Geschrei, Johlen, der Nikolaus liegt auf dem Boden, umgeben von Glas. Ein Splitter hat sein Gesicht verletzt, rotes Blut tropft auf seinen weißen Bart. Er reißt ihn sich vom Kinn, drückt ihn auf die Wunde und ich sehe ein junges Gesicht voller Panik. Jetzt rollt auch nach überwundener Schrecksekunde der Gemüsehändler mit seinen enormen Wampen auf den Nikolaus zu, bespeit ihn mit einem Potpourri von Unflätigkeiten, worin er dem Wort Drecksau eindeutig den Vorzug gibt. Der Nikolaus entwindet sich dem Griff des Fetten und flieht aus dem Laden und zum Glück trifft ihn dann sein eigener, wie ein Speer nachgeschleuderter Krummstab nicht mehr. Das Kinderheer auf der anderen Straßenseite aber hat sich blitzschnell aufgelöst. Und ich stehe da, den blutleeren Daumen auf dem Sturmfeuerzeug. Ja, und dann, was tue ich dann? Dann gehe ich heim als Sieger. Sieger in einer Revolution, deren Ergebnis nicht mehr widerrufbar ist. Und Postskriptum muss ich noch sagen, Sachzwänge nötigen mich jetzt schon seit Jahren, am 6. Dezember in ein, ich würde sagen, eindrucksvolles, durchaus stilechtes Nikolausgewand. Ich versuche wirklich, ich schwöre es, immer ein fairer, aufgeschlossener, geschenkbereiter, vor allem psychologisch hieb- und stichfester Nikolaus zu sein. Nur wenn ich immer diese Frage stellen muss, bist du auch immer schön brav gewesen, dann beschleicht mich so ein Gefühl, trotzdem schwamm drüber. Auch dieses und das nächste Jahr bin ich schon wieder voll ausgebucht.